Willkommen zu 30 weiteren Sekunden Kita-Recht und heute zu einem Thema, was immer wieder zur Sprache gebracht wird. Da geht es darum, dass Erzieher mutwillig der Misshandlung bezichtet werden. Womöglich, weil es im Vorfeld eine andere Auseinandersetzung der Eltern gegeben hat um ganz andere Punkte und als Retourkutsche, so wird es jedenfalls immer wieder uns geschildert, nun plötzlich der Misshandlungsvorwurf im Raume steht. Und wie man gegen einen solchen tatsächlich auch nachprüfbar erstunkenen und erlogenen Vorwurf vorgehen kann seitens der betroffenen Person. Nun, vergessen wir ganz kurz mal die betroffene Person, sondern gucken uns den Kita-Träger als Arbeitgeber an. Der natürlich muss sich auch im Rahmen seiner Treue- und Fürsorgepflichten zunächst vor den Arbeitnehmer stellen. Er hat natürlich nachzuprüfen, ist etwas dran an diesem Vorwurf. Er muss sich aber hinter seinen Arbeitnehmer bzw. vor seinen Arbeitnehmer stellen und versuchen, so gut wie möglich solche ehrenrührigen Behauptungen zu untersagen, zu unterbinden. Er kann das natürlich kraft seiner Möglichkeiten aus dem Betreuungsvertrag, denn solche Behauptungen, solche Unterstellungen sind auch eine Pflichtverletzung des Betreuungsvertrages und können entsprechend gegenüber den Eltern abgemahnt werden. Was der Erzieher selber, die Erzieherin selber machen kann, ist sicherlich strafrechtlich mittels Anzeige hier vorgehen, denn man hat das vermutlich mit einer Verleumdung, übler Nachrede oder einer Beleidigung zu tun. Man muss sich nicht nachsagen lassen, dass man Kinder misshandelt, dass man Kinder irgendetwas Schlimmes antut. Das ist beleidigend. Zugleich auf der zivilrechtlichen Ebene ist es möglich, dass man mittels eines Unterlassungsanspruches gegenüber den Eltern durchsetzt, dass sie eine solche Behauptung nicht wiederholen.